So, es geht weiter mit Let's Play Minecraft. Ja. Und ich habe mal wieder schön Stoff gehabt, ja. Warum liest du nichts mehr, Ducky? Ja. Scheiß doch auf Lesen, Alter. Ja, so sieht's aus. Das heißt, so lesen, zwei Kilo lesen, ist gesund. Ja. Ja, die Zeugin gesagt, Thomas Salina. Ist aber nett, dass deine Schwester dir ein Buch schenken will. Ja. Jetzt sehe ich aber nicht hin, nee. Ich bin immer ein Lesefeuer, du Latsch. Macht mir ein Kind Spaß zu lesen, ja. Das können Sie schön aus dem Kopf schlagen, dass Zwerdeke Bücher liest, ja. Ich bin dann kreativ, dann kann ich mir mal eine Axt gönnen. Schön im Kreativ, Alter. Spider-Kid, du musst lesen. Und ich sage nein. Ja. Sondern bin ich nicht der Grund, von meiner Schwester blöd angemacht, weil man dabei ist halt auch nicht abgesehen, ja. Du musst lesen. Nein. Lach. Lesen. Ja. Du musst lesen. Du musst lesen. Wenn das aber keinen Spaß macht, dann macht mir das keinen Spaß. Nee. Ich bin eben lesefaul. Ich bin ein lesefauler Bastard. Und ich hasse die Kunst des Lesens. Lass mich Pflanzen, du Verzeihter. So. Jetzt bist du dort. Wolltest du mir einen Roman schenken, ja? Spider Kid, du sollst lesen. Lesen ist gesund. Lesen ist nicht gesund, lesen ist scheiße langweilig. Ja. Oh, zu ein Cave. Leider nicht so tief, nee. Oder? Nee, nee. Lesen, lesen macht Spaß. Nein, lesen macht keinen Spaß. Bin ein Lesefauler Lulatsch. Lesen ist doch witzig. Zwerdakill, lies ein paar Bücher. Ich sage nein. Wisst ihr, was ich gefragt habe? Wenn sie nämlich betrunken von der Stände erziehen kann. Hat sie gesagt, du kannst schön auf dem Dorf wohnen, hat sie gesagt. Man soll nicht auf dem Dorf anfangen. Ich meine, okay, da wird man nicht abgestochen, aber. Ja. In der Stadt brauche ich schon, wie soll ich zu einer Kaufland fahren? Oder soll ich zum Moslem ID fahren, ja? Moslem ID. Oder soll ich zum Moslem ID fahren, ja? Nein, ich gehe nicht zum Moslem ID. ID ist böse, ja. ID ist ganz doll böse, ja. 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 ID ist das Böseste, was es jemals gab. ID ist nicht lieb, nee. Schön falsch erlitten. Ja. Ja, ID, das ist. Ja. Zu so einem Schiri-Handel kann man leider nichts sagen, nee. Nee.
Ja. Ich hätte es eh sofort Lulatsch, ja. Zweiter Kehrbildung ist wichtig. Ja, für die Schule war es wichtig, aber. Trotzdem wäre ich gerne mal zur Schule gegangen, ja. Obwohl ich so ein lernvoller Lulatsch bin, aber. Ja. Bin doch erwerbsunfähig, das sind ein paar Sechsen nicht schlecht, ja. Nicht schlimm, nee. Ja. Erwerbsunfähige Menschen brauchen sich wenigstens den Kopf zerbrechen und was arbeiten tun, ja. Ja. Ah, jetzt erstmal so, wenn die AfD in der Macht kommt und nicht arbeiten, das scheiß Lebenshilfe. Nee, dann bringe ich mich um, scheiß ja. Auch wenn der Familie mich doppelt wegsperrt, aber trotzdem. Ich gehe nicht immer in diesen Höllenverein. Dann ist Schluss mit lustig, ja. Zuerst werde ich bloß anrufen und sagen, wenn ihr mich zur Arbeit zwingt, dann bringe ich mich um, sag ich erstmal. Ja. Die scheiß Hölle will niemand mitmachen. Und da lasse ich mich auch lieber nicht verarschen, ja. Aber meine Eltern sagen, meine Mutter sagt, dann kriegt man kein Geld. Und wie soll ich denn machen? Gibt mir Notfall, gibt mir Notfallanker. Denke ich wirklich nach Springen ins Wohnheim. Ja. Meinetwegen auch Maßregel, ja. Weil ich kein Verbrecher bin, aber. Meinetwegen gehe ich ohne Maßregel Vollzug. Ja. Dann sprühe ich hier ein paar Kommentare und schreibe. Die AfD sind, ja, hab ich schon mal die Meinung. Ja. Nee, also. Nee, also nochmal mal die Hölle nie mit. Das Problem ist ja, ich springe trotzdem eine scheiß Lebenshilfe, ja. 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 Das soll ich ein Geld geben? Ja. Nee, also arbeite ich bestimmt nicht mehr. Na doch, eine Autopflege würde arbeiten, nicht, wenn ich dürfte. Dann wäre ich heute noch auf Achse. Flossholz Prisma oder irgendwo anders. Nein, hat er vergessen. Ja. Ist das mal so? Die AfD ist sowieso so ein Kommunismus-Dingsbums, ja. Der einen zu anderen Menschen zur Arbeit zwingen, ja. Ja. Ich kann es euch sagen, der wegen ja bloß Anpassungsschwierigkeiten, da ist ja auch so. Anpassungsprobleme sollen eine Behinderung sein, ja. Ja. Und dann sagen sie, ist uns ein normaler Liebhaber, er ist behindert. Ja, behindert ist halt wie lustig. Ja. Die meisten kommen sowieso nicht, kommen sowieso nicht. Mögen. Machen sich sowieso lustig heute mit Behinderung, ja. Obwohl sowas ganz Alltägliches, ja. Man kann ja nichts dafür, wenn man so geboren ist, ja. Und dann sagen sie, ist trotzdem arbeiten, ob du behindert bist oder nicht. Da bringen wir ja wirklich um, ey. Denn ist Schluss, ja. Meine, wegen Kette mich auch an die Schienen, ist mir scheißegal. Ich bin Kindermeister zu diesen Höhenvereinen. Der Zombie Henning und Gasbräune werden mich so sauer machen. Ja. Oh, wenn ich so weit gehen müsste, dass ich generisch uns wohnen müsste. Ja, und dann leite ich in der Lebenshilfe, glaube ich. Ja. Schade, dass die Sprünge sind, Spaß bei der Bart, ja. Eigentlich würde ich sagen, dass die Lebenshilfe Spaß bei der Abend ist, aber wenn man davon sind, Leute gemobbt wird, wenn man da angeschrien wird und sagt, und sich dann mit alten Leuten da auseinandersetzen muss, die komplette Gegeninteresse haben, was man normalerweise selber hat, dann lohnt sich das nicht, ne. Ich habe ja nichts gegen alte Leute, aber trotzdem. Die wollen einen 17-jährigen Bengel, wenn ich bin das 30er, trotzdem einen 17-jährigen Bengel oder 16-jährigen Bengel, wollen unter 50, 60-Jährigen einschleusen. Da sehe ich schon, dass bei diesen Leuten schon einige sich schon durchgebrannt sind, ja. Ich hätte mich mit Gruppe Chef auseinandersetzen können, ja. Gibt's alle die junge Leute. Aber nein. Die lieben jungen Leute müssen ja nähen können. Die müssen ja vor der Nähmaschine sitzen. Und weil ich ja nicht nähen kann, weil ich das zu kompliziert finde, sagen sie, gehst du den alten Schleißblecher. Ja, nee. Also.
Die können mir machen, was sie wollen, ich gehe nicht arbeiten. Nicht, weil ich nicht will, ist, weil ich das nicht kann. Weil genauso wie es am Mobbing geht, wieder von vorne los, ja. So, willkommen zurück zu AP Minecraft. Ja, am vorigen Part haben die über die AfD beschwert. Aber die sind ja leider so kaltherzig und sagen, jeder muss arbeiten hier. Selbst die Leute mit Behinderung und Erwerbsunfähigkeit. Ja. Da können sie mich richtig so zwingen, mir scheißegal. Da können sie einen Richter vor mir setzen, ich gehe nicht arbeiten. Auch wenn ich in Kleinavo wohnen, wo er mieten müsste. Das Problem ist, ich springe an die Lebenshilfe und da werde ich mich so gezwungen, ja. Ja, springe, ja. Die beste Klinik hat so eine Scheiße. Hat so eine Einrichtung, ja, weil ich nicht scheuerst du jetzt scheiße hat, aber so eine Einrichtung. Ja, aber womit denn ich klarkomme, ja. Ja, ich weiß, Springer sind eben so eine Leute, ja. Aber ich sage nein, ich gehe nicht arbeiten. Da können sie sich sonst wieder, können sie sich sonst wie auf den Kopf stellen, da können sie sagen, ein zweiter Kehl auf dem Verein. Der wäre lieber natürlich. Ist ja nicht Reutlitz, wo du arbeiten musst, ja. Ja. Außerdem, wenn du in Reutlitz nicht arbeiten willst, Verpflegung bekommst du trotzdem, ja. Auch wenn ich auf Schossen gehen muss, ja. Die wäre mir scheiße, ja. Ja, stell mir jetzt haben wir so eine Scheiße. Oh, du stellst dein Leben so grauenvoll vor. Das heißt, Lebenshilfe sind Leute, die den Spaß verderben. Ich sag mal so, die verderben mir den Spaß, ja. Weil, ich sag's mal so im Bösen. Erwerbsuntätigkeit ist ein festes Privileg, ja. Da kann ich Scheiße auf die sonst was zusammenreiben. Erwerbsuntätigkeit ist ein Privileg, ein festgelegtes. Ja. Da muss ich mir harter kämpfen wie ein Betreuer. Da ist meine Mutter ist Betreuer, aber trotzdem. Da muss ich mit Mutter harter kämpfen, ja. Deshalb ist sowas ein Privileg, ja. Und da kann sie die kleine Scheiße AfD, die sonst was zusammenreimen, ja. Das war jetzt eine scheiße Saat hab, aber ist so. Die zwingen Leute zum Arbeiten, obwohl man nicht kann. Okay. Um Tinder ein bisschen uneingesetzt, die nicht arbeiten. Ja. Volkshalle sind normale Jobs, aber. Ja. Die können hier was absetzen, was nicht wird gehen, was von den Sätzen auch festgeschrieben ist, ja. Heute bekommen da selten Leute Erwerbsunfähigkeit, ja. So sieht es aus, heute bekommen das selten Leute Erwerbsunfähigkeit. Ja. Heute ist es so, zu selten Leute sowas bekommen, ja. Und da kennen sich die liebe kleine AfD so zusammenreiben. Da können sie mir meine, können sie mir meine wegen Aralam wegsperren. Damals in DDR-Zeiten, ja. Also, wie sollte das stimmt, aber meine Eltern, Tante, Familie sagt das so. Dass von DDR-Zeiten weggesperrt wird, ja. Ja. Ich gehe nicht mehr zu Lebenshilfe, ich kann es vergessen. Dass die Braunen wieder sagt, ich bin kein Kind, Flagge, wer ist denn der für Luda, Jay? Jetzt habe ich so eine Schweine-Pornomusik wie Schlager mich anhöre. Ja. Das könnt ihr mal gleich vergessen. Ja. Jetzt ich mir so eine. Ich werde niemals Schlager mögen, nee. Na doch, es gibt YouTuber, die ich like, also kommentieren tue mit Schlager, ja. Wie der Bernhard Schubert oder wie der heißt, ja. Aber er ist ja kein Typ, der die Leute deswegen tut. Er macht es ja aus reinem Hobby und das ist auch in Ordnung. Wo ist die Lebenshilfe bloß? Die von der Lebenshilfe, ja? Die haben die jetzt gezwungen. Und dann gibt es einen anderen YouTuber, den ich, also Schlag-YouTuber, den ich liken, na, liken nicht, aber kommentieren, nicht kommentieren tue. Das ist so, ich sehe die Schlag, ja. Ja, und die machen das aus reinem Hobby, die machen zwingend, die sagen ja nicht, du musst das hören, die sagen ja, kannst du hören, wie du frei Laune bist und das ist so richtig so. Ja. Die sagen nicht, musst du hören, ist beliebt, ist eine gute Laune Musik. Die sagen jetzt immer selbst entscheiden, ist ja eine Geile daran. Ja. Bloß die grantige Lebenshilfe, ja. Osterburg, Paus Prisma.
Die haben, die haben, die dürfen. Ich durfte da niemals in MP3-Player arbeiten. Ich durfte, muss mir immer. Da ist mir so ein bösen dieses Ferkelgeficke anhören, ja. Da müssen wir noch als normaler Chef sehen, dass ich sowas nicht machen tue. Ja. So sieht's aus. Ja. Ja. Bin ein Kindfreund von so einer scheiß Liebe, ja. Ja. Nee, war ich noch nie. Ja. Weil verliebt in nur ein einzigen und das nennt sich Sex, ja. Ja. Und dann bekommt man 1000 Geschlechtskrankheiten, das ist so schön sein, oder was? Ja. Mich liebte Ruchena. Ja, warum soll ich mich dann verlieben? Erklär mir das mal. Mich liebte Ruchena, ich. Sagen sie auch nichts bei der Kiwi, wir lieben dich. Ja, meine Abonnenten sagen nicht, ja. Ich meine, ich sag's mal so. Ich hasse bloß, dass ich noch einen Schlagarbeiter dazu gezwungen worden bin, ja. In der Lebenshilfe Kinder freilassen, haben wir die Körntung. Ja. Weil mir das einfach an schlechte Zeiten zurück erinnert, ja. Und ich habe die Jahre 2012 bis 2015 gehasst, ja. Das war so eine grottenschlechte Zeit. Weil die Gastbraune sagt, du hörst das jetzt so. Ja. Weil da so ein 60, 70, na, 70-jähriger, aber 60-jährigen alten Sack die Musik entscheiden lassen haben. Stabi mit MP3-Player das so arbeiten zu lassen, nö, wollten sie nicht. Ja. Nee, das ist etwas schlimm. Das war dann die Tiefpunkt meines Lebens, ja. Das ist so, das kann man leider nicht sagen, nee. Das war ein Tiefpunkt meines Lebens, ja. Oma-Tanta-Musik mit Schlagermisch, ja. Ich sehe das eben nicht in, dass ich mir so einen perversen Kram anhöre. Ja. Ja. Also. So, der Tor baue ich hier noch aus. Ja, ich bock die alle zusammen, das ergibt kurz den Gerät. Ja, also. Nee, also. So weit, ihr Lennet. Ja. Sollen wir noch mal ein bisschen Stein farmen? Ja.
Einmal kurz eine Pause machen.